Also insgesamt landet ein Drittel der hergestellten Lebensmittel weltweit im Müll. Und davon sind es 60 in Privathaushalten. Mit Foodsharing wollen wir erreichen, dass die Leute auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam werden, dass sie sich mehr Gedanken darüber machen, was brauchen sie wirklich und sich auch nur das kaufen, was sie auch verwerten können. Und wenn sie etwas nicht verwerten können, sich nicht zu schade sind, das noch weiterzugeben. Hallo Nicole Walter, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Wir sprechen jetzt über Foodsharing. Was ist denn Foodsharing überhaupt? Ja, hallo erstmal und danke, dass ich da sein darf. Foodsharing, das Wort bedeutet Lebensmittel teilen. Und hinter Foodsharing steckt eine Organisation, die mit verschiedenen Betrieben kooperiert, die Lebensmittel abgeben, die meinetwegen über Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder wo eine Knitsche dran ist oder die aus irgendeinem Grund nicht mehr verkauft werden können. Und bevor die im Müll landen, springen wir quasi ein und retten die vom Müll und verteilen sie weiter. Das ist die Kurzfassung. Ja. Und braucht man dafür irgendwie eine spezielle Ausbildung oder kann das jeder machen? Oder wie funktioniert das, wenn man da jetzt sagt, man will da mitmachen? Also eine Ausbildung braucht man nicht, nein. Das ist eigentlich total simpel, weil letztendlich kann das jeder machen. Viele denken immer, sie bräuchten dafür ein Auto oder müssten irgendwelche möglichen Kühlkapazitäten haben oder sonst was. Das ist nicht so. Es kann jeder mitmachen, der Lust hat. Man kann auf die Homepage gehen, foodsharing.de. Da muss man sich ein paar Sachen durchlesen, quasi so eine Art Wiki, ja. Wie das Ganze vonstatten geht und einfach, dass jetzt nicht jeder sagt, ach cool, ich krieg da umsonst Lebensmittel, ich mach da mal mit, sondern so eine kleine Hürde, dass man halt zeigt, okay, ich habe mich damit beschäftigt, dann macht man ein Quiz, das kann in zweierlei Möglichkeiten gemacht werden, entweder man macht 10 Fragen mit Zeitlimit oder 20 ohne, ist ganz simpel, also es ist selbsterklärend eigentlich auch. Und wenn man das geht so darum, dass man ein bisschen gesunden Menschenverstand einfach beweist, oder? Genau, und sich aber auch schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat. Okay. Ja, also schon so ein bisschen weiß, was dahinter steckt und wie man sich bei einer Abholung zu benehmen hat, weil es einfach schon wichtig ist, dass wir den Kunden nicht stören in dem Geschäft, wo wir abholen, oder dass wir halt auch nicht irgendwie im Weg stehen oder sowas, ne? Und dass wir halt einfach seriös auftreten. Ja. Genau, und dann läuft das eigentlich ganz simpel ab, dass wir... Du kriegst eine Einarbeitung, du kriegst 3 Probeabholungen, dass du wirklich weißt, okay, wie läuft das bei jedem Betrieb ab. Es kann ja auch sein, dass du schon weißt, okay, dieser Betrieb ist bei mir in der Nähe, da möchte ich gerne abholen. Dann kannst du da auch natürlich am besten eine Probeabholung machen, wenn da noch Platz im Team ist. Und so läuft das eben bei 3 Betrieben. Dann bist du quasi eingearbeitet, dann gehst du zum Treffen, kriegst deinen Ausweis und dann bist du komplett frei und kannst dich bei den Betrieben eintragen, wo du möchtest und wo es dir passt. Und man selbst hat dann, es gibt dann irgendwie so Abholstationen, wo das dann von anderen Leuten auch abgeholt werden kann, weil da kommen ja Unmengen zusammen teilweise. Also vielleicht erstmal, was kommt denn da zusammen an Mengen, die dann abgeholt werden? Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben ganz kleine Betriebe, die halt einfach nur mal 3 Ananas abzugeben haben und 2 Pfirsiche, wo eine Knitsche dran ist. Und dann kann man das natürlich alleine oder zu zweit ohne weiteres abholen. Ja. Manchmal sortiert man ein bisschen aus, was halt wirklich nicht mehr verwertbar ist und manchmal nimmt man einfach alles mit und sagt, komm, das, was nicht mehr gut ist, entsorge ich zu Hause. Und jeder hat ja auch eine andere Toleranzgrenze. Ja? Der eine sagt, schneide ich weg, kein Problem, esse ich noch, und der andere sagt, nee, geht für mich nicht mehr. Ja. Der andere hat vielleicht Häschen, wo er noch das Grünzeug denen geben kann oder sich in Smoothie haut, und für den anderen ist es Müll. Wir haben aber auch einen Betrieb zum Beispiel, wo wir bei einer Abholung zwischen 2 bis 7 Tonnen abholen. 2 bis 7 Tonnen? Ja. Bei einer Abholung, ja. Da brauchen wir ja schon einen Transporter oder irgendwie. Genau, also wir sind dann mit mehreren Autos, möglichst auch mit einem Anhänger oder mit größeren Wagen. Und dann müssen wir natürlich auch immer vorher wissen, wo bringen wir das Ganze hin. Also das kriegt keiner von uns mal einfach so verteilt, ja. Ganz klar. Da sagt man nicht mal eben, hallo Familie, ich habe da ein bisschen was. Ja. Wir haben Bringstellen, die sind auch, also das ist alles auf der Homepage. Man, am Anfang denkt man, oh Gott, aber wohin damit und wo kann ich überhaupt abholen und sonst was. Mhm. Aber es gibt Bringstellen, Flüchtlingsheime und teilweise Kindergärten, die sich freuen, oder Gnadenhöfe oder sowas. Also ich versuche dann auch immer zu gucken, so ein bisschen zu sortieren, was kann jetzt wirklich vielleicht auch noch ein Tierschutzhof gebrauchen. Mhm. Das ist natürlich so mein Herzensding. Ja. Und genau, also es ist wirklich unterschiedlich, die Mengen, und auch unterschiedlich, was es gibt, und dementsprechend hat man verschiedene Möglichkeiten, es loszuwerden. Also fahrt ihr das dann durch die Gegend oder gibt es dann Abholstationen? Wie ist das? Es gibt Verteiler, nennen die sich, also Fair wie Fair, okay. Ne? Und dann Teiler. Auch das kann man auf der Homepage sehen, auch wenn man noch gar nicht angemeldet ist, beziehungsweise kein Foodsaver ist, wo man sich selber bedienen kann. Wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so viel Geld oder ich möchte generell gegen die Lebensmittelverschwendung ankämpfen, denn
der Gedanke bei Foodsharing ist wirklich, Lebensmittel vor dem Müll zu retten und nicht Bedürftigen zu helfen. Das ist toll, wenn das Hand in Hand geht, gar keine Frage. Ja. Aber es geht letztendlich darum, dass das jeder sich nehmen darf. Ich habe es oft erlebt, dass wir haben zum Beispiel ein Verteiler-Fahrrad bei uns im Stadtteil. Da haben wir ein altes Fahrrad lackiert und so, Foodsharing draufgeschrieben und Kisten dran montiert. Und wir laden das immer mit Lebensmitteln, die wir bekommen. Und viele sagen, nee, das sollen mal lieber andere nehmen, die es mehr brauchen. Und am Abend sind die Sachen schlecht. Das bringt nichts. Also dann sage ich, bitte nehmt es euch, weil die Bedürftigen, die gehen hier auch dran, keine Sorge. Aber bevor es schlecht wird, nehmt ihr es euch doch bitte. Ja. Ne? So, genau. Also es gibt diese Verteiler und es gibt verschiedene Bringstellen. Da müssten wir es dann hinbringen zu den Verteilern und Bringstellen. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, kommt das bei mir abholen. Ne? Also es gibt verschiedene Tierhöfe zum Beispiel, die sagen, ich schicke dann jemanden raus zu dir, der holt es ab. Oder ich habe zum Beispiel so einen privaten Verteiler bei uns in der Einfahrt. Da habe ich dann irgendwann eine WhatsApp-Gruppe erstellt und da spricht sich ganz, ganz schnell rum. Da gibt es gute Lebensmittel kostenlos. Okay. Dann nimm den bitte mit in die Gruppe und den. Und jetzt sind da 80 Leute gerade drin. Dann setze ich einmal eine Nachricht rein und dann kommen die Leute und bedienen sich. Das geht auch. Also es gibt ganz, jeder kann das auch individuell machen. Keiner, und das ist ganz wichtig, muss das in diesem Ausmaß machen, wie ich das mache. Ja. Also du kannst doch sagen, okay, ich gehe eben mit meiner Tasche dahin zur Abholung mit mehreren Leuten und ich nehme mir halt meine 5 Brötchen und meine 2 Ananas mit oder was es auch immer gibt, wo du halt die Abholung hast. Und dann war es das. Dann verwende ich das für mich und gebe das vielleicht noch in der Familie weiter und das war's. Du bist nicht verpflichtet, diese Riesenmengen mitzunehmen. Ja. Aber ihr macht es ja nicht vordergründig dafür, dass ihr jetzt Geld spart, sondern ihr habt ja eigentlich eine Message, die ihr mit rüberbringen wollt. Was ist denn die Message da dabei? Ziel ist eigentlich, dass wir uns selber abschaffen, weil eigentlich ist das Ziel, dass keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden müssen. So, und wir haben auch Betriebe, bei denen macht es wirklich Klick, das ist ganz interessant. Da haben wir am Anfang sehr, sehr große Mengen abgeholt. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Bäcker gehabt, da haben wir am Anfang immer so 300 Brötchen und ein paar Brote dreimal die Woche abgeholt. Ein kleiner Bäcker, wo ich dachte, das dachte ich, verkaufst du halt, das ja. Hast du gerade mal vielleicht produziert, aber das ist das, was er nachher weggeschmissen hätte ohne uns. Und du merktest, wie das bei ihm so ein bisschen brodelte, dieses, das kann doch nicht sein, dass ich denen das jetzt noch schenken muss. Mhm. Und dann hat er angefangen, weniger zu produzieren. Okay. Und von daher, also klar, der spart sich Müllkosten und so, wenn wir das abholen, aber man merkt auch so ein bisschen, dass sich bei denen was tut. Bei großen Betrieben ist es oftmals egal, ob wir es jetzt abholen oder ob es im Müll landet, aber Ziel ist halt einfach, dass es uns gar nicht mehr geben muss. Ja. So, und natürlich, man spart Geld, gar keine Frage, das soll aber auf gar keinen Fall im Vordergrund stehen. Also ist vor allem nicht, dass man wirklich dieses Ziel, ich gehe da jetzt hin, ach, das ist aber schön, ach, schade, dass ich das jetzt nicht kriege. Ne? Also das soll auf gar keinen Fall so sein, sondern es geht wirklich darum, die Lebensmittel zu retten. Mir geht es auch immer noch mal so ein bisschen um Müll trennen und vermeiden, weil wenn ich sehe, dass zum Beispiel 3 Paletten mit Hunderten von Packungen, also sag mal 1000 Packungen Weintrauben, alle in Plastik verpackt, alle so in der Tonne landen. Ich denke, wenn ich die jetzt nehme und noch verteile und auch noch den Müll trenne, ja. Ich weiß nicht, ob das naiv von mir gedacht ist, weil vielleicht doch alles in einer Tonne landet nachher. Ja. Aber ja. Die Supermärkte, was haben die denn für eine Motivation, euch das zu geben? Weil letztlich machen die ja weniger Umsatz, oder? Im Prinzip nicht. Die geben uns ja nur das, was sie sonst sowieso nicht mehr verkaufen könnten. Aber also, geht ja nicht mehr einkaufen dann vielleicht. Das stimmt. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum manche nicht mitmachen wollen, weil die sagen, vielleicht spricht sich das rum. Das ist aber auch der Grund, warum wir nicht sagen dürfen, woher wir die Sachen haben. Also okay. Es gibt Supermärkte, die werben damit, dass sie sagen, wir machen mit bei der gegen die Lebensmittelverschwendung, wir geben die Sachen an Foodsharing. Wenn natürlich jetzt jemand sagt, oh cool, da kaufe ich eh einen, ach, dann melde ich mich mal bei Foodsharing an, dann kriege ich die Sachen umsonst. Und ja gut, das kann natürlich passieren, ist aber nicht das Ziel. Mir ist es auch immer ganz, also mir persönlich ist es immer wichtig, trotzdem noch da einzukaufen und den Leuten eben zu zeigen, dass das eben, dass sie keinen Kunden dadurch verlieren, sondern dass es eher ergänzend ist. Man lernt ja auch mal ganz andere Sachen kennen. Es kann sein, dass ich da jetzt zum Beispiel, letztens habe ich einen veganen Käse aus dem Bioladen bekommen, den hätte ich mir niemals gekauft, weil ich gedacht habe, boah, für den Preis mal zum Probieren. Dann habe ich den beim Foodsharing gekriegt, der war super, demnächst werde ich den da kaufen. Also das hat auch Vorteile für die Geschäfte manchmal. Na, aber klar, so denkt nicht jeder. Es gibt auch Leute, die machen es, um Geld zu sparen, natürlich, bestimmt. Ich habe auch schon jemanden erlebt, der hat das bei mir abgeholt und verkauft. Habe ich mich natürlich tierisch drüber geärgert. So, aber ich denke mal so, der Großteil der Leute geht da vernünftig mit um. Und es gibt auch ganz, ganz klare Regeln beim Foodsharing. Also wenn rauskommt, dass jemand was verkauft oder sich da blöd benimmt bei einer Abholung oder so, dann wird er natürlich ermahnt und darf nicht mehr abholen. Ne? Klar. Gibt es da irgendwelche rechtliche Einschränkungen, dass ihr das machen dürft oder wie ist das?
Also das Schöne für den Betrieb ist, in dem Moment, wo er uns das gibt, sind wir verantwortlich. Er ist völlig raus aus der Haftung. Das ist auch ganz wichtig, das sagen wir denen auch, denn es sind ja auch schon mal heikle Produkte dabei, es sind auch schon mal tierische Produkte dabei. Freut mich natürlich nicht, die zu bekommen. Aber ganz ehrlich, da finde ich es noch schlimmer, wenn die im Müll landen. Weil ich sage, okay, dann ist das Tier schon gestorben oder hat gelitten. Und dann landen die Sachen auch noch im Müll. Wir hatten letztens 1000 Eier bei einer Abholung. 1000 Eier, wenn ich überlege, was da für ein Leid hintersteckt. Ja. Dann gehe ich doch lieber hin und verteile das noch und gebe das Leuten, die partout nicht vegan werden. Ich gebe das natürlich nicht den Leuten, die auf dem Weg sind, weil ich denen ja nicht zeigen will, guck mal, hier hast du wieder Eier. Ja, genau. Sondern ich gebe es den Leuten, meine Oma oder so, die wird niemals vegan werden. Ich sag sonst immer, sag niemals nie, aber da weiß ich es leider. Dann gebe ich es ihr und sie kauft dafür weniger Eier und unterstützt die Industrie nicht. Ja. So, das ist halt mein Ziel dann. Da müssen wir natürlich super aufpassen, wenn da jetzt was schlecht ist oder sowas, das ist, liegt in unserem Ermessen, ob wir die Sachen noch verteilen. Und das muss ich für mich entscheiden. Und aber ihr habt ja dann auch Kühlschränke und sowas an den Verteilstationen manchmal dann? Oder wie? Genau, manchmal ist bei den Verteilern Kühlschrank bei, aber da muss man halt immer wirklich aufpassen mit sowas. Weil man nicht weiß, wie lange liegt das jetzt da drin, wer nimmt das raus, wer hält die Kühlkette nicht ein oder sowas. Da bin ich vorsichtig, ne? Aber generell, ich habe bei mir zum Beispiel einen Kühlschrank, wo ich das sofort reinpacke und teilweise auch frei zugänglich, dass die Leute sich dann die Sachen rausnehmen können, weil selbst Gemüse hält bei manchen Temperaturen einfach dann nicht frisch. Das ist ja, ne? Ja, dann sind ja auch innerhalb von einem Tag dann schlecht. Und, genau. Ja. Okay. Wenn man jetzt da mitmachen will, was ist der erste Schritt, den die Leute gehen können? Auf foodsharing.de gehen, sich da alles durchlesen, sich da anmelden, registrieren, dieses Quiz machen. Wenn man dann keine E-Mail bekommt, was aber eigentlich der Normalfall ist, dass man eine bekommt, sich mit dem Botschafter, der da zuständig ist für den Bereich, der wird einem angezeigt online, in Kontakt setzen und seine Probeabholung quasi einfordern. So, die Probeabholung machen und dann loslegen. Okay. Und dann kommt man mit dem Botschafter in Kontakt und dann ergibt sich das eine und das nächste dann. Genau, also am Anfang ist das, denkt man wahrscheinlich erstmal, ha, Hilfe, was muss ich jetzt tun und sowas, aber das ergibt sich alles Schritt für Schritt und man hat einen Ansprechpartner, man hat einen Paten quasi, der einem zugeteilt wird, dem man dann alles fragen kann, was so aufkommt zwischendurch und dann kann man loslegen. Super. Ja. Vielen Dank, Nicole, für deine Zeit. Jetzt schreibt ihr uns doch mal unten in die Kommentare rein, ob ihr Foodsharing auch schon mal gemacht habt und schaut direkt mal auf der Homepage nach, wo bei euch die nächste Verteilstation ist, macht das Quiz und beteiligt euch da vielleicht. Könnt ihr selber was sparen noch und tut noch was Gutes für die Umwelt und gegen die Lebensmittelverschwendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Habit Rabbit, eurem Kanal für veganes Leben.